So, und herzlich willkommen zurück zu Sommer in Mara. Das müsste jetzt die Folge Nummer 7 sein. Nummer 5. Entschuldigung, ich habe mich vertan. Folge Nummer 5. Ich habe nicht viel weitergespielt. Das bedeutet, ich möchte natürlich alles mit euch gemeinsam erleben. Trotzdem müssen wir jetzt hoch zur Dame im Leuchtturm. Und dementsprechend will ich hier trotzdem nochmal alles abgrasen. Vielleicht habe ich ja Glück und finde noch etwas Müll herumliegen. Muss natürlich, wenn ich jetzt mal nicht aufnehme, muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich, weil natürlich der kleinen Koa die Hungeranzeige trotzdem weggeht. Da ist es relativ egal. Ich bin im Haus meiner Eltern und bald wieder. Tut mir leid für die Umstände. Oh, sie ist nicht da. Okay. Vielleicht kann ich bei der ja was verbessern. Die spielt auch noch eine größere Rolle hier in dem Spiel. Hat man ja im Intro schon gesehen. So, warte mal. Was ist, wenn ich hier lang gehe? Hier geht's auch runter. Hier gibt es verschiedene Wege. Äpfel! Kann ich den Hungis geben? Den Wauwaus. Oder ich kann mir ein paar Äpfel nehmen. Warte mal, kann ich pflanzen? Okay, ich kann hier nicht pflanzen. Ich würde gerne einen Apfel mal behalten. Und würde ganz gerne diesen einen Apfel bei mir pflanzen, dass ich auch ein paar Äpfel auf meiner Insel habe. Das nehme ich natürlich mit. 3 Äpfel. Ich glaube, die kann ich einpflanzen. So, hier natürlich nehme ich noch mit. Bessere Hacke für Blumen? Na gut. Eintreten. Hallo, entschuldigen Sie die Störung. Lass mich in Ruhe, Kind. Mögen die Winde Maras dir wohlgesonnen sein. Was hast du gesagt? Mögen die Winde Maras dir wohlgesinnt sein. Wer hat dir das beigebracht? Niemand. Du weißt, dass man nicht lügen soll, mein Kind. Okay, der Mann vom Ufer hat es mir beigebracht. Ehrlich gesagt, ist er nicht sehr nett. Nein, das ist er nicht. Wer bist du? Können wir reden? Ich meine, könnte ich bitte mit dir sprechen? Warum? Ich habe eine Geschichte, die dich vielleicht interessiert. Ist das etwa eine dieser Abenteuergeschichten? Ich habe auch ein paar Muscheln. Ich hoffe, dass sie hübsch sind. Es sind die hübschesten der ganzen Insel. Na gut, komm herein, aber ich kaufe nichts von dir. Diese Muscheln sind sehr hübsch, mein Kind. Ja, meine Dame. Ich habe sie am Strand gefunden. Was möchtest du von mir? Nun ja, ich habe einen Brief in meinem Haus gefunden. Auf dem Brief stand der Name Saimi. Ach, wirklich? Interessant. Gehört dir dieser Brief? Er gehört meiner Großmutter. Ich kenne deine Großmutter nicht. Meine Großmutter heißt Yaya Haku. Haku? Aber das kann nicht sein. Es ist die Wahrheit, aber du kannst nicht Hakus Enkelin sein. Doch, doch, das bin ich. Schau mal, wir haben die gleichen Augen. Lass mich den Brief sehen. Das ist Hakus Handschrift. Natürlich. Schau doch meine Augen an. Ja, ich erinnere mich an ihre Augen. Ich erinnere mich auch, dass sie die stärkste Person auf der ganzen Welt war. Und dass sie nicht gerne lachte. Aber glaubst du mir denn nicht? Wo sind deine Manieren? Tut mir leid. Kann ich dir vertrauen? Natürlich. Erstmal musst du mir beweisen, dass du Hakus Enkelin bist. Sie trug immer eine besondere Blume bei sich, die nur auf ihrer Insel wächst. Wenn du bei ihr gelebt hast, dann weißt du, wo du sie findest. Dafür brauchst du wahrscheinlich eine neue Hacke. Bitte Kaleb um Hilfe. Er hat einen kleinen Gemüsegarten im Hafen. Bring mir diese Blume. Ihr Wunsch ist mir Befehl, meine Dame. Super, neues Bauelement, Blumentopf. Neue Quest, bitte Kaleb um Hilfe, um deine Hacke zu verbessern. Okay, gut. Mache ich auch direkt. Aber vorher versuche ich noch... Ja, das würde ich alles gerne mitnehmen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon 9:30 und ich habe keine Lust, dass sie nochmal irgendwo irgendwo auf der Straße oder so schläft, weil es schon zu dunkel ist. Da soll sie sich lieber ins Boot machen.
Ich weiß, es ist sehr riskant, was ich hier gerade mache. Das ist nicht gut. Aber das läuft. Das läuft. Hallo, Hundi. Oh, komm, du kriegst was zu essen. Hier. Lecker, Hundi. Lieber Hundi. So, ich kann nicht jeden Hund füttern. So viel Äpfel habe ich jetzt nicht gefunden. Ich würde gern mindestens 2 Stück noch für mich haben. Für meine Insel. Hoffentlich kann ich die auf der Insel einpflanzen. Ansonsten kriegen die Hundi die Hundis die Äpfelchen. So. Ich habe keine Beeren mehr. Ich habe generell nicht mehr so viel. Ich glaube, ich muss mal wieder zurück zur Insel. So, Caleb. Hallo, Caleb. Ich brauche deine Hilfe. Aha. Ich habe gehört, dass du einen kleinen Gemüsegarten hast und dass du ihn gut pflegst. Könntest du mir vielleicht eine neue Hacke geben? Meine ist schon sehr alt. Nein. Na gut, dann halt nicht. Aber ich kann dir beibringen, wie man eine Hacke herstellt. Das wäre fantastisch. Vielleicht können wir einen Tauschhandel eingehen. Ich brauche etwas Salat und ein paar Karotten. Ich könnte sie mir natürlich einfach kaufen, aber ich würde es vorziehen, das nicht zu tun. Vertraust du den Leuten auf dem Markt nicht? Nein. Hier, nimm diese Samen. Super. Ich habe aber, was du brauchst. Hier hast du die Karotten und den Salat. Gutes Gemüse für einen guten Mann. Du redest zu viel. Meine Großmutter sagt immer, dass ich extra verziert wäre. Was? Na gut, du meinst extrovertiert. Nein, das klingt komisch. Danke für das Gemüse. Ich bereite die Lieferung vor. Okay, neues Rezept. Wunderbar. Eintreten. Okay. Ich habe noch genug im Tank. Supi. Es ist schon spät. Wir sollten mit ihm weiter... Ja, dann machen wir. Auf See mal eine Runde schlafen ist auch in Ordnung. So, die Kleine ist... Nee, ich will ja auf meine Insel. Ich muss ja noch eine Blume holen. Ich weiß, glaube ich, auch, welche Blume das ist. Kann ich mir vorstellen, die zeige ich euch. Ja, die zeigen wir und können wir noch machen. So lange ist die Folge ja noch nicht her. Ich habe gedacht, das wäre länger. So, Boot verlassen. Nein! Na gut. Dann machen wir das so. Ich wollte sowieso noch mal ein paar Apfelbäumchen hier pflanzen. Super. Wunderbar, dann kann ich eigentlich generell hier nochmal alles abgrasen. Und gucken, dass ich hier vielleicht noch was finde. Ja, Pinienkerne. Wie gesagt, das mit den Bäumen, mit den normalen Bäumen, lasse ich jetzt mal ein bisschen. Pflanzen. 2 Äpfel und eine Orange. Da könnte ich natürlich gucken... So, die Bäume lasse ich mal stehen. Ein Orangenbaum könnte ich theoretisch jetzt abernten. Das ist der kleine hier. Ich habe ja gesagt, normalerweise keine jungen Bäume, aber die wollen hier, die möchte ich ja sowieso generell abgebaut haben. Von daher ist es kein Problem. Da hinten wächst noch eine Orange, die kann ich gleich nehmen. Da kann ich auch diesen Baum gleich abernten. Wunderbar. Ich würde sagen, 5 Orangenbäume sollten ausreichen. Nein, das wollte ich nicht. Und dann kann ich noch ein paar Äpfelbäumchen einsehen. Obwohl, warum eigentlich so wenig? So, wie viel haben wir denn jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist okay. Dann noch hier einen hin. Ah, 7 ist okay, eine Glückszahl. 7 ist eine schöne Zahl. Und hier noch ein Apfelbäumchen hin. Wunderbar, hier noch eins hin. Das sieht doch schon schön aus. Dann machen wir hier uns hier so einen kleinen Obstgarten hin. Den können wir auch ruhig ein bisschen wilder machen.
Der muss ja nicht unbedingt hier in Reihe und Glied sein. Kann ruhig ein bisschen durcheinander sein. Machen wir vielleicht hier noch ein Apfelbäumchen hin. Hier in die Mitte oder so. Dann sollte das eigentlich auch wunderbar laufen. Okay. Wir brauchen noch ein paar Minütchen. Das ist soweit auch okay. Jetzt will ich mal gucken. Werkzeuge. Verbesserte Hacke. Metall und Holz. Super. Wir haben eine bessere Hacke. Das ist schön. Das freut mich. Freut mich wirklich. So, Bären. Ich glaube, die Bärenbüsche hier so am Rand, die sind super. Die können wir eigentlich so lassen, wie sie sind. Hier, das nehme ich natürlich noch mit. Es ist 13 Uhr. Es ist natürlich ärgerlich, dass die schon so erschöpft ist. Naja, kriegen wir schon hin. So, das ist also die Blume. Wachsen die nach? Das wäre schön, wenn ja. Okay, die kann ich auf jeden Fall nicht nachpflanzen. So, der Tank ist wieder aufgefüllt. Das ist schön. Das ist schon immer schön. So, okay, wir können keinen Fallschaden nehmen. Trotzdem ganz vorsichtig. Vorsichtig, nicht runterfallen. Das war super. Lief besser als erwartet. So, Koa ist erschöpft. Ich habe so das Gefühl, auf der Insel hier vergeht unsere Energie nicht so schnell, wie ich dachte. Ah, das wollte ich eigentlich nicht. Na gut, kein Problem. Kann ich sowieso in die Küche nochmal was kochen. So, die zwei Bären, die wir gepflückt haben. Das ist soweit wunderbar. Ist schön. Supi. So, dann kann ich nochmal in die Küche gehen. Kann mal gucken, ob ich hier irgendwas machen kann. Seil. Nee, ich brauche den Faden zum Angeln. Leckerer Fisch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, naja. Ein Wohlfühlgericht für kalte Nächte. Oh, eine leckere Fischsuppe. Auch nicht schlecht. Da kriegt man richtig Hunger. Super. Wunderbar. So. Bäume habe ich jetzt auch abgeerntet. Weißt du was? Dieser Baum kann weg. Hier kommt unser Obstgarten hin. La 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 la. So, was haben wir denn hier? Die Blüte haben wir. Kaufe die nötigen Zutaten. Ja, Zwiebeln müssen wir anpflanzen für Bram und den Oktopus. Die Frage ist, muss ich den Oktopus kaufen oder kann ich den irgendwo pflanzen? Ansonsten mache weiter Aufträge mit Koa. Das läuft alles soweit ganz gut. Ich würde sagen, das ist super. Komm. Uns wurde es zwar verboten, auf dem Dach rumzuspringen, aber... Setzen. Ja, warum wurde da eben... Oh, schön. Ach, wie sie da sitzt. Schön, freue ich mich. So, es ist dunkel. Dann will ich auch mal schlafen gehen. Eier machen. Ich habe mich doch länger aufs Dach gesetzt als gedacht. Ah, ist die ausgeschlafen? Ist die kleine Koa ausgeschlafen? So, erst nochmal eine Brombeere. Ah, mit der besseren Hacke geht das natürlich viel besser.
So, ich brauche Zwiebeln. Warte mal, ich habe doch eine bessere Hacke. Jawohl. Wunderbar. Supi, freue ich mich. Kann ich das hier auch machen? Ja, schön. Jetzt können wir ein bisschen expandieren. Also unsere Felder ein bisschen vergrößern. Freut mich. So, den Salat setze ich an. Eigentlich brauche ich Karotten. Ja, komm, gucken wir mal. Einen besseren Hammer. Das ist okay. Aber hier, das können wir. Bessere Hacke. Aber das können wir noch machen. Und Karotten. Ah, super. Das freut mich. Sekunde. Ich würde gerne, wenn wir hier schon auf der einen Seite... Rustikaler Zaun. Den würde ich gerne hier ansetzen. Ja. Nein, ich habe kein Holz mehr. Na gut. Ich würde nämlich gerne hier vielleicht noch den Zaun hier so einzäunen, dass es so aussieht wie hier. Aber auf der anderen Seite könnte ich das natürlich wegmachen und einfach nur hier lassen. Ah, es ist immer so ein bisschen schwierig. Aber es läuft ganz gut. Ich bin eigentlich, was das angeht. So, alles nochmal gießen. Das passt. Da hätte ich vielleicht warten können. Das ist okay. So, kann ich nochmal die Karotten anpflanzen? Siehst du, das läuft doch super. Wunderschön. Supi. Freue ich mich. So, die Frage ist Regenwasser. Der Brunnen ist ausgetrocknet. Ich habe doch... Kann ich die nicht mit der Flasche voll machen? Nein, kann ich nicht. Schade. Ich würde gerne wissen, ob es hier regnet, weil aktuell sieht es halt nicht so aus, als würde es regnen. Finde ich natürlich ein bisschen schade. So, hier habe ich alles mitgenommen. Ich könnte eigentlich theoretisch in die Stadt zurück, aber ich habe nicht mehr so viel, was Essen und so ein Kram angeht. Von daher muss ich mal ein bisschen langsam tun. Ich könnte eigentlich vielleicht nochmal an den Strand und hier nochmal angeln. Wie kann ich denn hier angeln gehen? Wie viele Fische sind da noch drin? Es gibt keine großen Fische mehr. Ich sollte warten, bis die kleinen Fische ausgewachsen sind. Okay, super. So, liebe Krabbe, kann ich dir was geben? Bitteschön. Ja, der ist glücklich. Super. So, nochmal schnell auf die Sandbank schwimmen. Da gibt es noch ein paar Muscheln. Ich könnte natürlich jetzt permanent hin und zurück reisen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja schon eine große Bootsfahrt und da möchte ich jetzt nicht wegen jedem bisschen direkt hin und her in die Stadt radeln. Segeln, Entschuldigung. Bitteschön, was zu essen? Bist du auch glücklich? Na, wer ist eine liebe Krabbe? Ah, hier kann ich Tintenfisch angeln. Super, muss ich noch nicht mehr kaufen. Oh, ist das mies. Oh, ist sehr schwierig zu angeln. Ich verstehe. Och, komm schon.
Ach komm schon, das ist gemein. Das ist gemein. Das ist ein bisschen schwer. Das ist ein bisschen schwer. Das ist ein bisschen schwer. Ja, komm. Schneller geht's nicht, oder was? So. Aber wenigstens habe ich alles für Bram. Na gut. Fand ich jetzt ein bisschen arg schwer, muss ich sagen. Ein bisschen unfair vielleicht. Aber ich denke mal, vielleicht wenn wir eine bessere Angel haben, wird das auch wieder. So, Koa ist erschöpft. Gut, dann muss ich mich ausruhen. Das bedeutet, ich versuche zurückzulaufen. Na, 15.30 Uhr. Gut, die Koa hat natürlich auch viel gemacht, ne? Das ist klar. Ich finde es schade, dass man hier nicht aufleveln kann. Dass man zum Beispiel nach einer Weile einfach nicht mehr so schnell erschöpft ist. Aber na gut, das ist okay. Brunnen ist ausgetrocknet. Da setze ich mich mal hier hin. Ist schön. So, richtig ausgeruht habe ich mich jetzt nicht. Also hinsetzen und ausruhen ist jetzt nicht so super. So, ich mache noch mal ein paar Fäden. Ist besser fürs Angeln. Handy, Handy. Habe ich eigentlich einen Eimer? So, Werkzeug. Da gehe ich mal schlafen. Das ist schön. So, der nächste Tag. Und ganz viel gemacht. Super. Es gibt immer noch keinen Regen. Regen ist relativ selten. Na gut, na gut. Ich muss trotzdem auf jeden Fall nochmal Essenszeug abgrasen. Ich glaube, das mache ich offline. Das bedeutet, ich werde jetzt eigentlich nichts machen, außer hier ein bisschen bis zur nächsten Folge das Spiel so ein bisschen genießen und einfach ein bisschen meine Vorräte so ein bisschen auffrischen. So, dass ihr nichts verpasst. Und bei der nächsten Folge werde ich dann... In der nächsten Folge machen wir dann weiter. Ne? Ich habe jetzt 5 Folgen aufgenommen. Das ist soweit ganz gut. Beziehungsweise 4 Folgen aufgenommen. Das ist soweit in Ordnung. Und bis dahin kann ich einfach mal meine ganzen Vorräte ein bisschen auffrischen. Und ja, dass die Koa, dass unsere Koa nicht so essenslos herumläuft und auch ein paar Ressourcen hat. Ich werde noch ein bisschen angeln. Ich werde noch ein paar Muscheln sammeln. Ja, das, was wir die ganze Zeit auf der Insel so machen. Und von daher sollte das alles kein Problem sein. Wunderbar. So, vielleicht noch, um die Folge fertig zu machen, noch ein paar Pinienkerne einpflanzen. Orangenbäume haben wir ja genug, muss man sagen. So. 19 von 36. Das bedeutet, ich habe doch weniger Bäume als gedacht. So, warte mal, hier lege ich noch 2, 3 Bäume hin. Ich denke mal, bei 23 waren wir. Da wir aber uns auch erweitern wollen, muss ich natürlich auch noch mehr pflanzen. Hier können noch ein paar hin. Vorsichtig mit Hindernissen. Ist alles gut. Alles wunderbar. Alles wunderbar. So, den Orangenbaum. Den Orangenbaum. Dann nehme ich gleich mal welche weg. Ne, ich nehme nur den hier noch weg. Ich denke mal, die anderen Orangenbäume können ruhig ein bisschen hier
rumgrasen. Dann haben wir ein bisschen Variation. Dann sieht das auch ein bisschen schick aus. Wenn das alles so ein bisschen natürlich wächst. Das ist super. Und hier, das wächst. Orangenbäume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist okay. Und hier noch zwei Äpfelbäumchen. Wunderbar. Supi. Und wir haben wieder ein paar Orangen und eine Karotte. Da kann ich doch einen Fruchtsaft draus machen. Ein Orangensaft. Das gibt natürlich mehr Energie als eine Orange selbst. Schön. Supi. Freue ich mich. Und die Insel sieht auch schon wieder lebendiger aus. Das ist gut. Jo, ich würde sagen, ich beende die, Folge für heute. Liegt einfach an der Natur der Dinge, weil ich jetzt aktuell nicht genug zu tun habe. Und ihr müsst mir ja nicht permanent zugucken, wie ich hier nur auf der Insel rumeier. Von daher, bei der nächsten Folge werde ich ausgerüstet sein. Dann können wir nochmal zurück in die Stadt und können der Dame die Blume bringen. Dann haben wir auch ein bisschen was zu tun. Ich mache mir jetzt ein leckeres Mittagessen und werde in dem Spiel noch ein bisschen Vorräte auffrischen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute und Jungs und Mädels. Und ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Ich bin immer noch voll dabei und ich habe richtig Lust. Bis dahin, mach's gut, ciao. Oh.